Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Adventure. Jetzt sind wir im zweiten Teil. Die Welt heißt, glaube ich, die Bucht oder irgendwie so. Ich gebe den Download-Link nochmal frei. Also es gibt Punkte. Diamanten 20 Punkte, Gold 10 Punkte. Viel Spaß. Es gibt 120 Punkte. Schreibt es in den Kommentaren. Punkte ihr bekommen habt. Regeln. Spinnweben darfst du hiermit abbauen. Was haben wir da? Ein Steinschwert, okay. Das Texturenpack ist das OneCast Texturenpack. Ein sehr, sehr schönes eigentlich. Steine darfst du nicht damit abbauen, okay. Ich hoffe, es lackt nicht so. Viel Spaß mit dem Verlies. Genau, das heißt das Verlies, glaube ich. Hoffe ich. Ja, genau, das heißt das Verlies. Entschuldigung, alles vergessen. Das heißt das Verlies. Was ist da? Lava. Viel Spaß. So, jetzt haben wir 4 Cobblestone bekommen. Okay. Yeah, ein Goldbarren. Also unser erster Punkt. Wenn man sich gut noch dran erinnert hat, bringen sie 10 Punkte. Ich hasse Labyrinth. Egal. Das ist richtig. Bitte. Mal hier lang. Nein, nichts toll. Hier lang. Komm schon. Hier. Ach so. In Ordnung. Hier nix. Ich hasse Labyrinth über alles. Ich glaube, ich nicht falsch eingestellt, sondern falsch anliegend. Komm schon, bitte. Ich bin manchmal zu doof für Labyrinth. Wie jetzt. Hier oder hier gehe ich mal geradeaus. Lang. Die Grafikeinstellung, weil es backt hier übelst. Es backt diese. Unser zweiter Goldbarren. Ich glaube, wir haben den Eingang, Ausgang gefunden. Nee, doch nicht. Ich cheat uns einfach mal durch. Also Diamantschaufel ist das, glaube ich. Ja, was ist das denn? Okay. 6. Ja, okay, das ist Stein. Schiete ich uns mal durch. Ich würde verarschen. Machen und gehen und tun. Das hält immer noch nicht. Toll, dann gehen wir mal hier hin.
So. Hier wäre der Ausgang. Okay, da wäre der Ausgang gewesen. Gut, dann machen wir wieder. Das mal. Nicht weit, sondern schauen wir mal. Zack. Hier backt's. Aber ich mach das kurz und dann komme ich kurz wieder. So, ich bin wieder zurück. Und ich habe Stopp-Button gedrückt und dann nicht auf den Aufnahme-Button. Nachkam, so müssten wir drei Schalter finden. Dann waren da drei Türen, haben wir weggemacht. Und danach müssten wir diesen Parcours hier erzwingen. Da waren Schweine drauf und das ging eigentlich einfach. Sorry nochmal, ich bin heute ein bisschen tollpatschig. Leider. Es backt jetzt übelst. Eine schöne kleine Stadt. Achso, und wir haben Pfeile bekommen. Diese Rüstung und einen Bogen. So, eine schöne Stadt. Die Tür ist hier offen. Was ist jetzt die Platte? Oh, die macht jetzt die Tür auf, toll. Dann müssen wir das den Bogen hier fallen lassen. Denke ich mal. Nee, ich lasse lieber einen Pfeil fallen. Einen Pfeil, weil ich habe ja genug. Ich bin heute ein bisschen tollpatschig. Entschuldigung nochmal. Ja, jetzt gehe ich sogar zurück. Ah, ja. Toll. Es ist ein bisschen schwer. Ja, wir sind jetzt wieder hier gelandet. Ich komme gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. So, jetzt sind wir zurück. Ich bin ein kleiner dummer Tollpatsch. Einfach nur ein kleiner dummer Tollpatsch. Ich habe jetzt gespielt und dann habe ich die Datei aus Versehen gelöscht. Weil ich es einfach nur dumm bin. Entschuldigung nochmal. Ich spiele das jetzt nochmal. Ja, und dann los geht's. Ich habe hier auf den Creative Mode gestellt. Weil es dann einfacher ist, wenn ich zum Beispiel in die Lava fliege, dann sterbe ich nicht sofort, sonst müsste ich mal, tausendmal, wie heißt das, schneiden. Hä, hier waren wir doch gerade, ne? Das müsste ich tausendmal schneiden und das wäre ein kleines Problem, weil dann würdet ihr nur Ausschnitte sehen. Und das wäre auch viel Arbeit für mich. Viel Arbeit für euch. Okay, nicht für euch, aber für mich. Und für die Augen. So. Wünschen uns gut kurz Tag. So, ich wollte mich hier Jump Action. Ja, weil es gelackt hat. Wenn es nicht gelackt hätte, wären wir jetzt vielleicht noch oben, noch mehr oben gewesen. Oder höher am besten. Wie man im Deutschen sagt, höher. Zack, zack, zack. Ich bin einfach nur so ein Tollpatsch. Manchmal ist das so im Leben. Letztens hatte ich richtig Glück. Diesmal habe ich richtig Pech. Weil Jump Action ist auch nicht so für mich, aber gehört eigentlich in jeder Adventure Map rein. Dann gehen wir mal hier hin. Dauert es nicht so lange. Das ist das Let's Play Minecraft Adventure. Jahre gehen. So.
wollte mich hier bedanken für einen Menschen. Um genauer zu sein, für meinen Cousin. Da habe ich schon den Goldbarren rausgenommen. Für meinen Cousin. Er baut nämlich gerade eine Adventure Map. Ja, und er hat gesagt, ich kann die ruhig let's playen. Dankeschön dafür schon mal. Ich weiß nicht, wann er fertig wird. Aber ich hoffe mal nächste Woche, Ende nächste Woche, dass ich den. Haha, dass ich den schon so let's playen kann. Müsst euch circa einstellen, so in 2 Wochen. Er kann sich ruhig Zeit lassen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich ihn hetze. Er kann sich ruhig Zeit lassen. So, hier musste ich diesen Schalter hier drücken. Dann hat die Lok die Tür hier aufgemacht und dann muss ich hier war Kohle, dann muss ich die Kohle da und da reinstecken und dann ist diese Kiste mit dem Diamanten und mit dem Brot und mit dem Steak rausgekommen. Und hier hatte ich so ein Feuerzeug, ach so, mit Weinstein und so. Und dann musste ich ein Feuerzeug craften und dann hier hat alles abgebrannt. Hier war Holz. Und hier war auch alles voller Holz, wie man noch sehen kann. Haben wir ein bisschen gewartet. Und hier war das Ende. Sabor LP. Abonnieren für mehr Maps und Xesner. Ich kann den Namen nicht aussprechen, Entschuldigung. So, hier stand dann Ende. So. Ich entschuldige mich noch 1000 Mal für, dass ich heute so tollpatschig bin. Entschuldige nochmal. Und ja, ich wollte das eigentlich in Schulnoten jetzt geben. So, und das wäre für mich gut gemacht. Sehr gute Aufgaben. Also mir hat die Map sehr gefallen, den zweiten Teil. Und dafür würde ich jetzt nur 2 bis 3 geben. Weil es da ein bisschen schwierig war in manchen Stellen und so. Aber es war eine sehr, sehr coole Map und ich hoffe, ihr seid im nächsten Teil dabei. Im dritten, da ist das Finale. Für mehr Videos und so und dass ihr nichts verpasst, bitte abonnieren, kommentieren, favorisieren und einen Daumen hoch wäre auch schon nett. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.